wieder in den Sinn, dass du ein bisschen rumgesurft. Da steht zwar nicht ganz, was Wassersport mit Flife zu tun hat, aber okay. Bäh. Durchs Web gesurft. Was habe ich vor Sideways? Was habe ich wohl vor, wenn ich die Master Quest annehme und nach Darkon 2 fliege? A. Hernes Dungeon. Hernes Giants. B. Red Meteor Farmen. C. Offline gehen. Oder 4. Master Leveln. Sie haben 10 Sekunden. Die Antwort ist C. Das gehört, Leute, die Master-Leveln werden eingeölt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Was heißt das? Eingeölt? In was? Na dann, Master Quest, die erste. Fight. Din 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 din. Oh damn, mein Equipment ist so schlecht, ich dachte, ich mache nicht genug Damage. Well. Naja. Die XP sind aber gar nicht so bad. Party ist aber auch Schaden. Damn. 4,5% just like that? That's crazy. Machen die mir Schaden? Oh, tatsächlich. Na gut, dann gehe ich vielleicht doch zu den Remonks. Ich wusste nicht, wie viel Schaden ich machen werde. Weil das Equipment ist schon ziemlich trash. Es gab Esa. Und erstes Level up, baby, let's go. Erstes Level up, baby, let's go. Wurde eins der besten Videospiele aller Zeiten anscheinend released. Black Myth Wukong oder so. Und es hat einfach jetzt schon einen höheren All-Time-Player-Peak als Counter-Strike. Counter-Strike All-Time-Player-Peak ist 1,8 Millionen. Und das Spiel wurde heute released, ist ein Single-Player-Game und ist schon bei 2,2 Millionen. An einem freaking Tag. Es gibt eine Anime-Box, es gibt so ein Anime, Kiss X Sis, kenne ich nicht. Habe ich auch heute auf Twitter gesehen. Und der Publisher von dem Anime, der deutsche Publisher von dem Anime, kann natürlich sein, dass sie es in Japan auch so gemacht haben und sie es dann nur in Deutschland übernommen haben. Das weiß ich nicht. Aber bei dem deutschen Anime kannst du dir irgendwie so eine Box vorbestellen, Blu-ray oder, ja, wahrscheinlich Blu-ray, mit allen Folgen von dem Anime. Und das ist auch eine Special Edition. Und das Merchandise, was du in dieser Special Edition zusätzlich bekommst, ist einfach eine Unterhose. Kein T-Shirt, kein Poster, keine Postkarte. Es ist einfach eine Unterhose. Und zwar die Unterhose von dem Mädchen aus dem Anime. In Amerika, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber in Amerika ist es wirklich so. Oh, schon wieder Level Up. Nice. Level Up, baby, let's go. In Amerika ist es wirklich so, die mussten die Regel einführen, dass Teilnehmer von TCG-Tournaments sich duschen müssen und oder ein Deo verwenden müssen, weil sie sonst quasi rausgeschmissen werden, wenn sie zu sehr stinken. Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Hey, wo war der Stun, Baby? Oh, cooldown. Fedora Linux 39, wie so ein scheiß Nerd. Damn.
Betriebssystem trägt ein Fedora oder was? Das ist wirklich Nerdshit. Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Level up Nummer 5 heute. Yeah. Level up, baby, let's go! In order to receive the... Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Level up number 7. Level up, baby, let's go! 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 Tja, jetzt muss ich die Party leider auf Level stellen. Sonst level ich meinen Leeches davon. Ist Batman. Also wer jetzt noch Bloody Waffen plus 10 macht, das ist wirklich keine gute Idee, ne? Chat. Don't do it. Das ist so eine massive Geldverschwendung. Bloody Waffen einfach kaufen. Immer. Egal welche. Aber ja, Collector Feld ist nice. Collector Feld ist OG. Also früher, eins meiner Lieblingsevents war tatsächlich eins vom Collector Feld. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, ist es das Spring-Event? Ich glaube schon, ja. Das OG-Spring-Event mit Crystal of Soul. Ey, Crystal of Soul ist so ein Nostalgie-Item irgendwie für mich. Crystal of Soul und Seeds. Seeds musstest du farmen von Monstern. Crystal of Souls musstest du auf dem Collectorfeld saugen. Das war früher eins meiner Lieblings-Events als Kind. Keine Ahnung warum. Ich glaube nicht mal unbedingt wegen den Belohnungen. Immer auf den Reichenwechsel, verstehe. Die anderen werden gedroppt. Ja, was wäre sonst der Vorteil davon, drei Elementoren zu haben im High Level? Ich kann permanent mit Power-Ups spielen, ich kann meine Power-Ups regelrecht verschwenden. Aber wenn ich keine mehr habe, muss ich sie nicht neu kaufen, sondern ich wechsle einfach den Charakter. Kostet mich halt ein Common Bank aktuell noch. Kostet mich ein Common Bank und ich habe plötzlich wieder 200 Upcut Stones. Das würde ich sagen, ist es schon wert. Und wenn ich mal neues Equipment habe, 150er, kostet es mich nicht mal mehr ein Common Bank. Level up, baby, let's go! Let's go, baby, let's go! Perfektes S-Pad. Da geht schon was. Keine falsche Bescheidenheit. Da geht einiges. Level up, baby, let's go! 11 Level-Ups heute gemacht. 11 Level-Ups. 11 Level-Ups.